Hallo, liebe Aktienfreunde, liebe Freunde langfristig steigender Kurse und Dividenden. Ich bin's wieder, Thorsten Tietz, und es geht ums Standarddepot. Wir bauen da weiter drum rum, oder wir bauen es weiter auf. Wir sind ja mittlerweile schon nicht mehr am Anfang. Wir haben jetzt 13 Sparpläne bereits eingerichtet von maximal 20. Ziel ist es ja, 500 € im Monat zurückzulegen, zu investieren, über Sparpläne eben ein erfolgversprechendes Aktiendepot aufzubauen. Wir haben ja hier auf meiner Blogseite wachstumswerte.net den groben Schlachtplan, an dem orientieren wir uns ja nach wie vor, wobei wir uns auch mal erlauben, hin und wieder etwas abzuweichen von dem Ganzen. Und wir haben schon eine Runde hier gedreht. Hier ist die Gewichtung nach Branchen. Wir müssen mehrere Runden drehen. Maximal kommen wir an einem einzelnen Segment dreimal vorbei. Solange eben, bis wir maximal 20 Sparpläne haben. Wir haben momentan schon 13 Sparpläne eingerichtet. Den 13. habe ich gerade eben angelegt. Ich sag mal, es ging ja um eine Industrieaktie, Industriekonglomerate sogar. Also das heißt, die ganz dicken Fische, da haben wir abgestimmt. Und wie ging es aus? Da hatten wir hier, und ich zeige das nochmal kurz, bei Industrie diese drei Unternehmen antreten lassen gegeneinander, 3M gegen Honeywell, gegen Siemens, wobei wir hier ein anderes Ranking verwenden, nämlich Dividendenwachstum, entsprechend der Strategie, auf die wir uns geeinigt haben. Und dann sieht man auch, dass das Ranking halt nochmal deutlich besser wird. Und gewonnen hat 3M. Mit 60% der Stimmen, das hatte ich nicht erwartet, dass das so eindeutig wird. Honeywell hat ungefähr, ich glaube, 26 oder so gekriegt und Siemens relativ wenig, 14%, glaube ich. Und einige haben auch darauf hingewiesen, dass 3M jetzt für Einmalkäufe in Frage käme, weil der Kurs doch deutlich nachgegeben hat. 3M hat eine Dividende von 3,5%. Das habe ich auch im letzten Video nochmal gezeigt. Es gab selten Gelegenheiten, wo man mit einer so hohen Dividende bei 3M einsteigen konnte. Ich habe die ganzen Ergebnisse hier festgehalten auf wachstumswerte.net, wo auch das Starterdepot getrackt wird, wird täglich mehrfach aktualisiert, dann auch bezüglich Gewinn und Verlust. Das gucken wir uns dann auch nochmal an. Und hier sind die kompletten einzelnen Teile des Starterdepots mit dem Abstimmungsergebnis und das letzte, beziehungsweise die letzte Abstimmung, das war eben hier. Und 3M, wie gesagt, hat das Rennen gemacht mit 60% der Stimmen. Jetzt würde es normalerweise weitergehen mit dem Bereich Gesundheit, entsprechend unserem Gruppplan hier. Hatte ich mir auch angeschaut. Und um eben entsprechend drei Aktien zu finden, weil normalerweise gucken wir oder stimmen wir über drei Aktien ab, welche der Aktien dann es schaffen soll ins Starterdepot. Und ich muss ja immer diesen Spagat irgendwo machen zwischen Sparplanfähigkeit auf der einen Seite und auf der anderen Seite gute Aktien zu finden und dann keine Kompromisse einzugehen. Also nicht irgendwelche drei Aktien auszusuchen oder eine dritte Aktie vielleicht reinzunehmen, von der man nicht überhaupt nicht überzeugt ist, nur eben weil sie sparplanfähig ist. Diese Versuchung dürfen wir nicht erliegen. Und hier hatte ich dann wieder Probleme gehabt und eine Strategie, die ich dann fahre, wenn ich nicht genügend sparplanfähige Aktien finde, genau hier in dieser Branche, ist eben da ein bisschen zu wildern. Und da lag es in diesem Fall nahe, dann auf die Branche hier auszuweichen, Gesundheit, Gesundheitspflege. Das hatte ich dann auch gemacht gehabt, zum ersten und zum anderen, eben auch nochmal die eine oder andere Aktie aufzunehmen, die in der vorherigen Abstimmung schon mal dabei ist, verloren hat, aber nicht total untergegangen ist, sondern auch noch entsprechend viele Prozente bekommen hat. Wie wäre das, wie würde das aussehen? Das würde dann so aussehen. Hier gibt es den Merkzettel. Und Roche wäre die einzige Aktie, die komplett wirklich neu reinkommen würde. Und dann Novo Nordisk wäre sozusagen aus einer vorherigen Abstimmung drin und United Health Group ebenfalls. Und United Health Group ist eigentlich immer noch im Bereich Gesundheit, aber schon Pflege. Und also nicht mehr Pharmazie. So, ihr merkt schon, so wie ich das sage, so ganz 100% war ich ja noch nicht zufrieden. Und immer wenn ich nicht 100% zufrieden bin mit irgendwas, dann halte ich inne und überlege mir nochmal den groben Schlachtplan, worum geht's und was klemmt vielleicht und was können wir anders machen oder besser machen. Das heißt, in diesem Video wird es keine Aktienanalysen geben, aber es wird Abstimmung geben. Und zwar gibt es Abstimmung über Dinge, die
ihr auch reingebracht habt, wo ich jetzt sagen würde, ja, das wären Dinge, können wir uns überlegen, ob wir von dem groben Schlachtplan nochmal abweichen. Und zwar einmal bezüglich Finanzwerten und zum Zweiten bezüglich REITs. Das sind zwei Segmente, Branchen, die hatte ich bisher so nicht auf dem Schirm gehabt und ihr habt sie aber auf dem Schirm gebracht. Und ich möchte euch abstimmen lassen, ob wir jetzt uns auch um Finanzwerte kümmern sollten. Da habe ich auch was ganz Konkretes gleich auf dem Plan, zum einen und zum anderen, ob wir uns auch für REITs interessieren. Vorher vielleicht noch mal ganz kurz zum aktuellen Stand des Starterdepots. Ich habe das ja alles hier immer brav aktualisiert. Wir haben hier jetzt die 13 Sparpläne bereits eingerichtet. Ihr seht das hier, also maximal werden es 20 sein. Ich führe die hier immer zum ersten eines Monats aus. Ihr könnt es auch zum 15. machen oder falls euer Programm noch ein anderes Datum anbietet, dann zum anderen Datum entsprechend. Ich führe das Depot bei der Consorsbank. Falls ihr euch ebenfalls interessiert, sowas mitzumachen, ich biete ein Starterdepot an. Das heißt, da gibt es dann ein Depot, beispielsweise eben die Consorsbank, die ihr öffnen könnt und dann nochmal 30 Tage im Aktienfinder oben drauf. Mein Name ist übrigens Thorsten Tiedt und ich bin der Gründer der Seite aktienfinder.net hier. Und hier geht es eben ums langfristige Investieren in Aktien, um von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Und das heißt, jede Aktie, die wir hier drin haben, sollte dem Anspruch genügen, dass die Wahrscheinlichkeit gegeben ist, dass die Kurse höher stehen in ein paar Jahren, als sie heute stehen, zum einen und zum anderen, dass die Dividenden ebenfalls steigen. Ausnahme Amazon, da haben wir eine Ausnahme gemacht mit eurer Erlaubnis, mit Ausnahme oder mit Erlaubnis der Mehrheit, weil die schütten ja keine Dividende aus. Momentan sind wir im Minus mit dem Depot und das wird ja auch getrackt hier. Wir haben jetzt hier einen noch recht bescheidenen Marktwert von 285 Euro, sind mit knapp 17 Euro in den Miesen. Warum? Oder ausgedrückt ungefähr 5,5%. Warum? Ja, insbesondere natürlich, weil die Aktienmärkte momentan einen leichten Rückwärtsgang einlegen. Hier habe ich, wen habe ich hier? Hier habe ich den DAX mal gezeigt auf TradingView.com und die Performance vom 1. August zu heute. Warum 1. August? Weil da eben die meisten Sparpläne ausgeführt worden sind bisher. Das heißt, es macht den Großteil aus unseres kompletten Marktwerts. Ein bisschen was wurde ja auch schon ausgeführt zum 1. Juli. Also hier, da ging es DAX-technisch auch nach unten. Wir haben auch mal den S&P 500 angeguckt seit dem 1. August. Der ging um 4,3% runter, der DAX um 4,8%. Und das macht eben, Moment, hier sind wir, das macht eben den Großteil des Verlusts hier aus und dann natürlich klar kommen noch ein bisschen Gebühren oben drauf. Sollte uns nicht beunruhigen, weil wir ja über Sparpläne einsteigen und uns da zum gewissen Teil auch unabhängig machen von der aktuellen Börsensituation, den Cost-Average-Effekt ausnutzen, um dann eben mehr Anteile, Bruchteile von Aktien zu kaufen, wenn die Börsenkurse gefallen sind, dann kommen wir eben billiger an unsere monatlichen Aktien dran. Hier seht ihr dann auch nochmal die einzelnen Positionen im Detail, also wie viele Aktien oder Bruchstücke wir momentan haben, zum einen und dann Gewinn und Verlust. Und wir haben sogar schon hier zweimal Ansprüche auf Dividenden gekriegt, einmal für Cisco und einmal für Unilever. Dann haben wir hier noch diese Dividendenmatrix, so wie ich das nenne. Da sind die ganzen einzelnen Positionen auch nochmal aufgezeigt. Und die Matrix spannt auf einmal die Steigerungsrate bezogen auf die letzten 5 Jahre der jeweiligen Aktie. Da sehen wir eben, dass wir doch immer recht dynamisches Dividendenwachstum haben. Also wir haben keine Position bzw. keine Aktie, die weniger als 6% in den letzten 5 Jahren im Schnitt ihre Dividende erhöht hat. Johnson & Johnson hat dann am wenigsten gemacht. Die haben eine Steigerungsrate von 6,41% gehabt. Und hier dann sehen wir die Dividendenrendite. Da sehen wir, dass Microsoft und Adidas die niedrigste Dividendenrendite haben. Die haben hier 1,3% und Adidas hat auch ungefähr 1,3%. Unilever hat momentan die höchste Dividende mit 3,1%. Und ich bin gefragt worden, in den Kommentaren teilweise auch, ob das jetzt von einem Drittanbieter käme oder ob man es auch für sein eigenes Portfolio verwenden kann, weil das Ganze ist ja alles nur als Inspiration gedacht.
Ich habe jetzt wieder vergessen, den Disclaimer aufzumachen. Es ist egal. Also ich kenne es aber mittlerweile auswendig. Mit Aktien kann man Geld verlieren, insbesondere kurzfristig. Haben wir gerade gesehen, können die Aktien fallen. Ich habe keine Glaskugel. Das heißt, ich weiß nicht, wie es hier weitergehen wird, insbesondere nicht kurzfristig. Und ich gebe keine Kaufempfehlung ab. Also das Ganze nur als Inspiration sehen. Diese Dividendenmatrix und diese ganzen Geschichten, die ich hier oben gemacht habe, das habe ich mal programmiert. Das war in den Anfangstagen noch vom Aktienfinder beruht, aber oder die Daten werden aus der Datenbank des Aktienfinders gezogen. Das heißt, das steht oder das kann ich nicht für die Allgemeinheit zur Verfügung stellen. Wir werden irgendwann uns auch mit dem Thema Tracking, also Performance Tracking beschäftigen. Da gibt es ja schon diverse Lösungen, die deutlich über das hinausgehen, was ich hier gemacht habe, die also besser sind. Und die werden wir uns auch angucken. Aber momentan sind wir noch in der Aufbauphase des Portfolios. Wir sind schon relativ weit mit den 13 Sparplänen, aber wir sind noch nicht am Ende angelangt. Insofern verschieben wir das mal nach hinten. Und das hier läuft immer und das sollte uns momentan mal reichen. Wir haben übrigens momentan etwas Liquidität über. Und zwar, ich gehe ja immer hin und tue über einen Sparplan 500 Euro auf dieses Depot bzw. auf das, ja, wie heißt das jetzt, Verrechnungskonto von dem Depot überweisen. Diese 700 Euro. Und ich habe jetzt also 700 Euro Liquidität, wenn ihr es genauso gemacht habt wie ich auch. Und ihr seht ja auch anhand dieses Charts hier, dass die Börse langfristig sind wir immer noch relativ nah am Hoch. Beim DAX bin ich mir gerade nicht ganz sicher, aber wenn wir die US-Indizes angucken, da schon. Aber wir haben so eine merkwürdige Stimmung, sage ich mal. Obwohl wir ja historisch gesehen die Aktienmärkte, die sind sehr hoch auf der einen Seite, auf der anderen Seite, ja, liegt so ein bisschen was in der Luft. Und es wird auch immer mal wieder thematisiert, insbesondere dann, wenn wir hier so kurze Kursrücksätze haben, wie wir darauf reagieren sollen. Und einer eurer Kommentare hat mich auch auf was gebracht. Also für mich sind diese Sparplangeschichten auch das erste Mal. Und zwar Einmalzahlung. Und das möchte ich euch nochmal zeigen. Man kann hier nämlich eine Einmalzahlung vornehmen. Das heißt, wir haben den Sparplan und der läuft nach wie vor weiter. Aber wir können ein sparplanfähiges Datum, also bei Consors, entweder der 1. oder 15. festlegen und da sagen, dass wir mindestens eine oder mehrere von diesen Positionen hier nochmal zusätzlich besparen wollen. Da kann man hier eben einen Betrag eingeben. Ich habe jetzt beispielsweise ja diese 700 Euro Liquidität und das könnte man dann entsprechend aufteilen. Das hätte den Vorteil gegenüber einem Einmalkauf, dass wir eben nicht so eine Depot-Ungleichgewichtung kriegen. Das heißt, dass beim Einmalkauf, wenn wir dafür 700 Euro hingehen würden und wir würden dann eine Aktie kaufen, dann die hätte dann natürlich eine deutlich höhere Größe oder einen deutlich höheren Marktwert als der momentan gesamte Rest des Portfolios. Und dann, das heißt, dass die Performance des Portfolios auf absehbare Zeit dann im Prinzip von dieser einen Position abhängig wäre. Und wäre jetzt nicht unbedingt schlimm, aber ich finde, dass dieses Ungleichgewicht könnte dann auch irgendwo, wenn es blöd läuft, zu einem psychologischen Problem werden, wenn diese eine Position dann schlecht laufen sollte und die zieht dann immer das komplette Portfolio nach unten. Und dieses Risiko würde ich gerne vermeiden, weil die Psyche oder die Psychologie, die spielt eine ganz große Rolle bei Aktien, weil wenn die Psyche nicht richtig mitspielt, dann verletzen wir einen dieser zwei wichtigen Börsenregeln möglicherweise. Das heißt, nicht nur kühlen Kopf bewahren, sondern einfach langfristig investieren. Und wenn die Psyche nicht mitspielt, dann machen wir vielleicht Blödsinn und drücken auf den Verkaufen-Button, obwohl es nicht sein müsste. Deshalb halte ich diese Einmalzahlung für gar keine schlechte Idee. Also vielen Dank für den Hinweis. Und meine Idee ist jetzt, wenn die Kurse irgendwann so richtig einbrechen sollten. Also wenn es rappelt im Karton, dann können wir Einmalzahlungen machen, um die Liquidität, die wir momentan aufgebaut haben, zu verwenden. Das heißt, ich würde vorher ein Video machen, ein paar Tage vorher. Ich muss mich dann noch festlegen, auf dem 1. oder auf dem 15. Ich würde die Einmalzahlung natürlich dann machen, wenn am nächsten Datum würde das dann ankündigen. Mit Abstimmung ist natürlich ein bisschen doof. Weil einmal zeitlich möglicherweise und zum anderen, weil ich müsste mich dann festlegen,
oder ich könnte euch abstimmen lassen, für welche Aktien ich eine Einmalzahlung mache, zum ersten und zum zweiten, über welchen Betrag, für welche Aktien. Aber da müsste man so, über so viele Details abstimmen, dass das technisch auch gar nicht geht. Deshalb würde ich das einfach bekannt geben und würde dann sagen, wie ich mich entschieden habe, und ihr würdet dann das eure draus machen. Also das wäre eine Geschichte, und das andere wäre, und hier könnt ihr jetzt aber dann auch tatsächlich abstimmen, wie wir mit Finanzwerten verfahren, wie mit REITs verfahren. Dafür gehen wir mal in Aktienfinder. Und da habe ich jetzt auch schon Merkzettel gemacht, einmal hier Finanzwerte. Und da insbesondere Mastercard und Visa. Das sind jetzt, ich hatte die nicht so auf dem Schirm gehabt, weil allgemein Finanzwerte, das ist ja viel, Banken sind da beispielsweise drin, und die haben ja jetzt im Regelfall haben die keine gute Figur abgegeben, zum Beispiel während der Finanzkrise. Und ihr wisst ja, dass die Finanzkrise nicht wirklich gelöst ist und dass da viel übertüncht wurde, insbesondere im europäischen Raum. Und das heißt, wenn das Ganze aufbrechen sollte, dann werden insbesondere, das ist auch meine persönliche Meinung, und damit stehe ich nicht allein, viele Banken ein großes Problem haben. Und deshalb habe ich da eher so ein bisschen Abstand genommen. Wir haben aber durchaus auch interessante Werte im Finanzbereich, und da insbesondere Visa und Mastercard. Und das sind ja jetzt keine klassischen Banken. Und das ist ja auch hier der Sektor Konsumfinanzierung. Und das sind jetzt aber nicht Hochdividendenwerte, die bezahlen Pi mal Daumen 0,5% Dividendenrendite auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben die eine massive Dividendensteigerung hier, also locker zweistellig, zwischen 20 und 25% im Jahr. Das ist also schon eine Hausnummer, und die glänzen ja auch mit langfristig steigenden Gewinnen und entsprechend auch mit langfristig steigenden Kursen. Das sehen wir ja hier unten auf 10 Jahre 1000% gemacht ungefähr. Und natürlich kurzfristig geht es mal hoch, geht es mal runter, aber je länger wir nach hinten schauen, umso deutlicher sehen wir, dass das hier wirklich super Investments bisher gewesen sind, und dass wir dass es eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass sie auch in Zukunft sein werden. Das wäre jetzt also die erste Frage. Sollen wir uns, und das würde ich dann im nächsten Video machen, mit diesen beiden Aktien beschäftigen, und sollen wir dann eine von den beiden, also den Gewinner, in das Starterdepot aufnehmen über einen Sparplan. Bitte stimmen Sie ab. Das wäre das erste, und das zweite wäre das Thema REITs. Und da habe ich auch einen Merkzettel gemacht hier. Und hier habe ich mal mir ein paar REITs ausgesucht, die ich persönlich für interessant halte. Wobei ich muss hier den mal wegklicken, weil das ist auch so ein bisschen für mich persönlich, was ich hier gemacht habe. Und klicken wir vielleicht auch mal den hier raus und bleiben mal bei den dreien hier. Die könnte ich mir zum Beispiel gut vorstellen. Also Digital Realty Trust, Public Storage und Realty Income, der Klassiker, der monatlich Dividende ausschüttet. Bei REITs, das ist ja so eine Sonderaktiengattung, geht es ja darum, dass diese REIT-Unternehmen Immobilienvermögen haben, beziehungsweise in Immobilien investieren, entweder direkt oder indirekt. Wenn Sie direkt in Immobilien investieren, dann besitzen Sie die auch tatsächlich, und ich würde mich ausschließlich darauf beschränken. Also mal Mortgage REITs gegen Equity REITs. Wir haben hier nur Equity REITs. Und das Besondere an REITs ist, dass sie im Allgemeinen eine höhere Dividende ausschütten als eine andere Aktie, wobei andere Aktie ist jetzt sehr schwammig. Sie müssen auch 90% des versteuerbaren Net Income, sind Sie gesetzlich zu verpflichtet, ausschütten. Und zumindest in den USA ist es so, und es sind ausschließlich US-Unternehmen. Und das hier führt eben in Summe dazu, dass die Dividenden relativ hoch sind. Ich habe jetzt REITs hier ausgesucht, die alle eine relativ niedrige Dividende im REIT-Bereich ausschütten. Aber nicht deshalb, weil ich wollte, dass es wenig Dividende gibt, sondern ich wollte, dass es gute REITs sind. Und ich würde dann näher natürlich entsprechend auf die Unternehmen eingehen, falls ihr den REITs haben wollt. Aber aus den Kommentaren habe ich das irgendwie rausgelesen. Jetzt aber Vorsicht. Das Problem ist, ich habe geguckt, die sind nicht sparplanfähig. Ich habe diese drei REITs mir angeschaut, und keiner von diesen ist sparplanfähig. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass es ziemlich hin und her geht zwischen der Consorsbank und mir im positiven Sinne. Und dass die Consorsbank jetzt auch nicht zaubern kann,
dass die natürlich nicht so schnell sind wie ein faktisches Ein-Mann-Unternehmen wie ich. Also die sind ja schon ein bisschen größer, aber der Wille ist da, auch Aktien sparplanfähig zu machen, die noch nicht sparplanfähig sind, durch unseren Input. Und ich habe denen auch schon eine Liste geschickt und das wird sich auch tatsächlich angeschaut und ich bekomme da auch Rückmeldungen. Und wenn wir jetzt, also stimmt mal bitte mit ab, ob wir REITs haben wollen im Starterdepot, das heißt, ob wir wollen, dass REITs sparplanfähig sind. Und falls ja, gebe ich das auch so weiter. Und dann müssen wir mal schauen, wie es ausgeht. So, das wären jetzt dann also zwei Abstimmungen, die ihr gemacht hättet. Und dann würden wir mal gucken, ob wir uns im nächsten Video mit den Finanzaktien, also insbesondere Mastercard und Visa beschäftigen. Ihr könnt ja noch den einen oder anderen Finanzwert gerne in den Raum werfen, aber bitte immer darauf achten, dass die halt auch sparplanfähig sind. Ich mache das mittlerweile so, dass ich direkt auf die Consors-Seite gehe, dann die ISIN eintippe und dann sieht man direkt, ob die Aktie sparplanfähig ist oder nicht. Weil BlackRock wäre beispielsweise auch interessant gewesen, ist aber nicht sparplanfähig. Gut, ich hoffe, ihr seid jetzt nicht enttäuscht, dass es keine Aktienanalyse gab, aber ich muss mich halt ab und zu auch mal zurücklehnen und dass wir halt insgesamt nach wie vor in die richtige Richtung gehen und dass wir halt das Beste draus machen. In diesem Sinn, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!